Hallo und moin. Schön, dass ihr bei mir im Kanal reinschaut. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ich diese zauberhaften Windlichter gebastelt habe. Ich zeige euch das so ein bisschen aus der Nähe. Und zwar habe ich hier so kleine Elche gemacht, einfach mit einer Tanne und dann auf so einen Stern draufgesetzt mit Windlicht. Ich habe die jetzt nur mit Strukturpaste angemalt, weil ich gerne den Betoncharakter behalten wollte. Ihr könnt die natürlich dann auch ganz anmalen mit Acrylfarben, so wie ihr das möchtet. So, und jetzt möchte ich euch natürlich erstmal zeigen, wie ich das Ganze gemacht habe. Und wie immer wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Für die Windlichter braucht ihr Keksausstecher, diese großen, dann eine Unterlage, wo ihr drauf arbeiten könnt. Ich habe hier immer gerne diese Teelichtgläser. Ihr könnt auch einfach nur Teelichter nachher so reinstellen, wie ihr das möchtet. Aber ich finde das mit den Gläsern immer ganz schön. Und dann nachher eine Gießform, wo das nachher drin stehen soll. Ich habe hier noch so einen Pappstern gehabt. Ihr könnt auch so eine Plastikschale nehmen, eben die Form, die ihr möchtet. Ich arbeite heute mit Knetbeton. Da kann jeder das nehmen, was er möchte. Wer kein Knetbeton hat oder das nicht machen möchte mit Knetbeton, der kann diese Form auch auf Pappe aufkleben. Und zwar mit Heißkleber einfach rundum. Denn Heißkleber kriegt man nachher gut ab und dann füllt ihr einfach da den Beton rein, aber vorher bitte einölen. Aber ich mache das Ganze jetzt erstmal mit Knetbeton. Den habe ich mir hier schon angerührt. Diesmal habe ich den in weiß gemacht. Und dann breite ich den erstmal aus. So einen knappen Zentimeter, das reicht. Und dann steche ich mir jetzt einfach meine Form hier raus. Mache das immer so, ich nehme das einfach so um zu und ab. Das geht am einfachsten. Einmal ein bisschen drücken. Schon habe ich jetzt mein Elch fertig. Und ich werde da noch so eine Tanne zu machen. Ich habe meine Beine jetzt schon ausgestochen, meine Form, und die werde ich erstmal wegpacken zum Trocknen. Wenn eure Formen jetzt trocken sind, dann könnt ihr noch die Seiten so ein bisschen mit Schleifpapier glatt schmirgeln. Dann nehmt ihr eure Form. Ich habe jetzt diese Pappform und die macht nur noch einmal mit, deswegen öle ich die auch gar nicht ein. Also Plastikform bitte vorher einölen. Und jetzt habe ich ganz normale Betonmischung, die ich immer nehme. Ich habe jetzt ein bisschen flüssiger gemacht, dass sich das ein bisschen besser verteilt. Und dann rüttel ich und schüttel ich das immer so ein bisschen. Nur ein bisschen muss da noch rein. Das braucht nicht ganz so hoch zu sein. Rauskommen. So, dann habe ich mir schon vorher überlegt, wie ich das haben möchte. Das ist jetzt ein großer Stern und da werde ich zwei Teelichter reinmachen. So ein doppelter. Dann nehme ich meine Tanne und setze sie rein und mein Elch. So, und dann müsst ihr es natürlich dann auch noch so ein bisschen fixieren. Ich lege mir da gleich noch so ein paar Stöckchen mit bei. Wenn euer Wind nicht trocken ist, dann könnt ihr nochmal die Kanten so ein bisschen glatt schleifen. Und dann natürlich farblich gestalten, wie ihr möchtet. Ich werde gar nicht so viel anmalen. Ich benutze jetzt einfach nur Strukturpaste. Die habe ich auch selber gemacht. Und werde jetzt einfach. Ich halte das jetzt einmal so hier fest. Nur bei der Tanne hier oben so ein bisschen drauf machen, als wenn da so ein bisschen Schnee drauf liegt. Also kann man es auch sehen, dass man das auch von beiden Seiten denn auch schön aussieht. Und beim Elch werde ich hier einfach auch nur so ein bisschen drauf machen. Und unten beim Stern auch nur so ein bisschen noch. Und das mache ich jetzt erstmal einmal hier alles fertig.
Ich habe jetzt meine Strukturpaste überall verteilt, wo ich das haben möchte. Ich wollte eigentlich nicht alles vollkleistern. Man soll auch noch den Beton sehen. Das Einzige, was ich jetzt noch drüber mache, ist überall so Glitzer rüberstreuen, dass das noch schön funkelt. So, und jetzt ist mein winterliches Windlicht fertig. Ich finde das eigentlich ganz schön, weil das kann man den ganzen Winter überstehen lassen, nicht nur für Weihnachten. Da macht man sich so viel Mühe mit und es ist schade, wenn das nur wirklich nur ein paar Wochen steht. So finde ich das schöner. Das ist so ein Motiv, was man wirklich den ganzen Winter stehen lassen kann. Ich hoffe, ich konnte euch eine kleine Anregung geben. Wie immer wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbasteln. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Video, eure Zementwolke.